Wie gut hat sich mein Ford Nugget hier in Island geschlagen? Darum sollte es mal gehen. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Bei mir findet ihr Fotografie, Tipps und Tricks, aber Informationen zur Kameratechnik und die Geschichte hinter den Bildern. Wie eigentlich schon gesagt, soll es mir darum mal gehen, wie sich mein Ford Nugget hier in Island geschlagen hat. Ich denke mal, dass ich in Island war, das sollte den meisten von euch, die zumindest regelmäßig auf dem Kanal sind, bekannt sein. Gab ja auch schon einige Videos dazu. Nichtsdestotrotz möchte ich ja auch mal so ein bisschen das Camperleben quasi mit reinbringen, auch wenn es eigentlich ein Fotografiekanal ist. Hier und da mal ein kleines Video dazu ist aber, denke ich mal, trotzdem für den einen oder anderen interessant. Ich war, wie gesagt, in Island mit meinem Ford Nugget Plus aus dem Jahr 2022, sprich knapp ein Jahr alt. Er hat jetzt gefühlt ein Drittel seines Lebens auf der Straße hier in Island verbracht. Es waren etliche Kilometer tatsächlich dann am Ende, irgendwas so 5.000, 6.000 Kilometer werde ich wahrscheinlich rauskommen, die ich hier bei diesem Trip verfahren habe. Und in Summe muss ich sagen, habe ich jetzt ein sehr differenziertes Bild davon, was mit dem Nugget möglich ist und wo dann tatsächlich auch irgendwo mal die Grenzen sind. Ich bin hier in Island gewesen, beziehungsweise noch bin ich hier in Island, wenn ihr das Video seht, ist es aber schon länger vorbei, Mitte März bis Mitte April ungefähr. Also ich bin hier am 21., 22. März angekommen und am 19. April geht meine Fähre wieder zurück in Richtung Dänemark. Der Plan hatte ursprünglich vorgesehen, dass ich so im letzten Ausklang des Winters ankomme und dann hinein in den Frühling hier auf der Insel bin quasi, dass ich so ein bisschen Winter erlebe, aber auch so ein bisschen die letzten Reste des Winters erlebe. Die Straßen sind schon frei, aber es liegt noch überall ein bisschen Schnee, bis hin dann zu dem, Schnee ist weg, alles wird langsam ein bisschen grün. Hat so semi-gut funktioniert. Wo ich angekommen bin, lag tatsächlich noch Schnee, leider Gottes nicht nur neben der Straße, sondern auch auf der Straße. Also es war ein echtes Problem. Die ersten zwei Tage sind wir gar nicht richtig weggekommen. Dann irgendwann sind wir losgekommen, war dann aber auch schwierig, immer wieder Schnee auf der Straße, sehr schwierige Bedingungen. Und das ist schon das Erste, wo ich sagen muss, da hat sich der Nugget tatsächlich sehr, sehr gut geschlagen. Die ersten Tage, beispielsweise gab es dann zu dem ersten Campingplatz, wo die uns dann hingeschickt hatten, dass wir erstmal wegkommen quasi vom Schiff, da führte so eine leichte Rampe hoch, die war voll mit Schnee, keine Chance, braucht man nicht drüber reden. Also auch wenn ich Winterreifen drauf habe, braucht man nicht drüber reden, dass da einfach irgendwo Schluss war, mussten sie dann nochmal richtig freiräumen für uns, damit wir da hochkommen. Ich war auch nicht der einzige Campervan, der dort an dieser Rampe gescheitert ist. Hab dann in der Folge Schneeketten drauf gemacht, die ich mir natürlich besorgt hatte, weil Nugget ist halt nur ein Vorderradantrieb, kein Allrad oder irgend sowas. Reiner Vorderradantrieb. Schneeketten drauf gemacht, damit wir dann aus der Fährstadt quasi nach oben kommen auf die eigentliche Ringstraße. Das hat dann super funktioniert. Auf der Ringstraße die ersten paar Kilometer hat auch super funktioniert. Irgendwann war dann die Straße gut genug, dass ich die Schneeketten wieder runter machen konnte. Und ab da lief eigentlich alles problemlos. Das Einzige, wo es rein fahrtechnisch nochmal Probleme gab, das war dann oben in den Westfjorden. Ganz einfach deswegen, weil dort halt größtenteils die Straßen nicht asphaltiert sind. Und wenn wir keinen Asphalt haben, dann haben wir Schotter und Schotter mit großen Schlaglöchern und sowas. Und das war dann ein Bereich, wo ich das Fahrzeug auch sicherlich an den Grenzen hatte, dessen, was tatsächlich möglich war. Man hat einfach gemerkt, das Ruckeln und Wackeln, das war laut da drinnen wie Sau. Und ich glaube nicht, wenn ich das mit einer höheren Geschwindigkeit gemacht hätte oder wenn ich da nicht vorsichtig gefahren wäre, glaube ich durchaus, dass ich mir da hinten irgendwie Schränke kaputt gemacht hätte oder sowas. Man hat einfach gemerkt, dieses Fahrzeug ist für den Offroad-Gebrauch nicht gemacht. I-Tüpfelchen drauf war dann, dass ich einen kleinen Steinschlag in der Scheibe hatte, ließ sich nicht vermeiden. Es ist mir halt einer mit 80, 90 entgegengekommen. Da flog halt ein Steinchen, ich habe es kommen sehen, aber da kannst du ja dann auch bloß nicht ausweichen. Ja, ist aber jetzt nichts Wildes, das wird dann repariert und gut ist. Aber diese Offroad-Fähigkeiten, die sind halt einfach nicht da. Brauche ich bei dem Fahrzeug aber auch nicht. Ja, so ein bisschen ist schön und ja, die Schotterstraße an sich, wenn man vorsichtig fährt, ist auch kein Problem und viel weiter würde ich mit dem Fahrzeug tatsächlich auch gar nicht gehen. Was allerdings ein Problem war und das nicht nur für mich, sondern auch für andere Fahrzeuge, deswegen waren die Straßen gerade am Anfang immer mal gesperrt, war der Wind. Und da merkt man tatsächlich, also der Seitenwindassistent, der drinne ist, der ist ja normalerweise ganz gut. Man merkt eigentlich den, ich sage jetzt mal, den normalen deutschen Wind, den merkt man überhaupt nicht. Aber hier in Island, wenn da dann der Wind von der Seite kommt, da gab es schon ein, zwei Böen, die dich dann fast von der Straße geweht hätten. Und wenn du dann schon merkst, wie das
wie der Wind in die Scheiben seitlich reindrückt und die Scheiben als solches zum Wackeln bringt, dann muss der Wind schon ganz schön stark sein. Und da ist halt hier so eine Schrankwand natürlich ein bisschen anfällig. Und das Problem ist dann auch gerade beim Schlafen, wenn du dich halt nicht so stellen kannst, dass du wirklich frontal, exakt frontal zum Wind kommst, zum Wind schaust und der Wind sich dann auch nicht dreht über Nacht, dann geht's. Ansonsten, wenn er irgendwie seitlich kommt, dann wackelt das da oben drin. Ist aber nachvollziehbar, ist einfach bauartbedingt, weil es halt so eine große Schrankwand ist. Also hier bei Wind, es geht, auch bei stärkerem Wind ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwo gedacht hatte, okay, ich fliege jetzt gleich von der Straße, aber es gab dann tatsächlich mal eine Stelle, wo wir gesagt haben, okay, wir brechen jetzt hier ab, fahren wieder zurück. Es hat keinen Sinn, jetzt hier auf Krampf weiterzufahren, da wollten wir hoch zum Diamond Beach. Hätte es nichts gebracht. Also wir sind dann dort an einem umgekippten Reisebus vorbeigekommen, der ist sicherlich nicht durch den Wind direkt umgekippt worden, aber trotzdem hat das einfach gezeigt, was wir hier für eine Naturgewalt haben und das muss man einfach dann nicht riskieren. Also Thema Straßen war kein Problem. Im Winter super, im Zweifelsfall mit Schneeketten, Schotterpisten ist kein Problem, viel mehr würde ich damit nicht machen. Wenn man natürlich noch irgendwie AT-Bereifung, Höherlegung und sowas macht, ja, alles schön und gut. Man darf aber auch nicht vergessen, dass oben auf dem Dach nochmal 600 Kilo Zusatzlast sind. Das verändert auch das Fahrgefühl. Dann wird das insgesamt ein bisschen instabiler und alles. Also das sollte man bei sowas immer in Betracht behalten. Es ist halt ein Wohnmobil und kein Offroad-Fahrzeug in erster Linie. Thema Kälte. Wo ich angekommen bin, hatten wir so -2 bis mal -6, -7, -8 Grad. Das Ganze aber immer mit sehr, sehr starkem Wind. Das heißt, es war gefühlt noch deutlich kälter. Die Standheizung hatte ordentlich zu tun, hatte ordentlich zu ackern, aber sie hat es geschafft, das Fahrzeug durchgängig ziemlich warm zu halten. Also da gab es absolut keine Probleme. Auch das, was ich am Boden gemacht hatte, den Kork reinlegen mit den Teppichen oben drauf, das hat super funktioniert. Es war nicht mehr so arschkalt, wie ich es davor gewöhnt war. Also hier auch bei deutlichen Minusgraden ist das kein Problem, aber man merkt natürlich, es zieht wie Hechtsuppe. Oben durch die Dachfenster kommt es rein, das hat man auch bei dem Wind gemerkt, wenn man da die Jalousie quasi zu hatte, das hat geflackert und geklackert wie Sau. Also da oben zieht der Wind rein, dann merkt man an den Seiten richtig, ich hatte mir ja Verdunkelungen geholt für die Scheibe von Project Camper. Die waren richtig gut, die haben richtig schön gehalten. Wenn du da die Hand davor gehalten hast, hast du von der Kälte so gut wie nichts gemerkt. Aber unten an der Türverkleidung, da hast du es dann gemerkt. Sprich, hier einfach die Isolierung an den Seiten, wo kein Fenster ist, ist halt nicht so pralle. Müsste ich mal schauen, dass ich da gegebenenfalls nochmal ein bisschen was nachbessern kann. Aber das sind alles Sachen, wo ich sage, kann man drüber wegschauen. Es ist nicht so, dass es da drinnen arschkalt war oder dass die Standheizung nicht dagegen angekommen wäre oder sowas. Das hat super funktioniert. Also auch hier Thema Kälte hat er super standgehalten. Ansonsten 4,5 Wochen drinnen gewohnt. Am Ende wären es dann eher fast 5 Wochen, wenn man jetzt mal die 5 Tage abzieht, die ich dann auf dem Schiff bin. Ja, geht. Man gewöhnt sich dran. Es ist halt dann einfach so ein, ich sag mal, man hat dann so seinen eigenen Rhythmus, den man entwickelt. Die ersten Tage war es noch ein bisschen schwieriger, da waren wir ja zu zweit drinne und ich sag immer, das Fahrzeug ist optimal für eine Person, zu zweit, wenn man sich mag. So, 10 Tage zu zweit geht. War alles schick, war alles kein Problem, aber alleine geht das Ganze noch mal ein bisschen besser, rein von der Fahrzeuggröße her einfach. Und da muss ich sagen, alleine war es jetzt nichts, wo ich sage, es ist zu klein oder sowas. Du hast deinen Rückzugsort, du kannst unten schön arbeiten, wenn es sein muss, du kannst oben schön schlafen, du kannst hinten in der Küche, kannst du stehen, machen, tun, alles schick. Was auch sehr, sehr schön war, ich hatte ja so ein Regal quasi gebaut, wo ich meine Koffer von THF reinpacken kann. Auch das hat super gehalten, gab es keine Probleme, die Airline-Schienen sind immer noch fest, die Koffer sind nie verrutscht oder sowas. Also hier auch das hat super funktioniert. Alles in allem bin ich sehr, sehr zufrieden. Was mich auch sehr überrascht hat, das Solardach. Ja, ich bin hier viel gefahren, aber auch nicht jeden Tag. Und trotzdem ist es so, dass ich immer mal wieder Videos geschnitten habe, Photoshop genutzt habe, um Panoramen zu erstellen und sowas. Also aufwendige Sachen am Rechner gemacht habe. Dafür brauchte ich Strom. Der kam aus der Steckdose vom Camper. Und ich habe halt hier in der Zeit ein einziges Mal am Landstrom gehangen. Das war gleich in der ersten Nacht, weil ich da einfach bei den deutlichen Minusgraden noch einen elektrischen Heizlüfter mit so ein bisschen reingemacht hatte. Aber der hat nicht wirklich was gebracht. Der war zu schwach. Da war die Dieselheizung dann die bessere Wahl. Aber ansonsten nicht einmal am Landstrom gehangen und trotzdem nie Probleme gehabt irgendwie mit dem Strom. Also das wirklich top. Solardach funktioniert und wir haben ja jetzt, ihr seht es gerade, ich sag mal die Hälfte der Tage waren so wie jetzt. Einfach
bedeckter Himmel, ohne dass man irgendwie groß was machen kann. Also hier Solaranlage oben top, hat genau das gemacht, was sie soll, nämlich einfach mal, dass ich 2-3 Tage ohne Probleme am Stück stehen kann und mir keine Gedanken machen muss, kann ich jetzt den Rechner anschließen, kann ich vielleicht das laden, kann ich vielleicht das laden. Nee, einfach anschließen, laden, machen, fertig. Hat super funktioniert, bin ich top zufrieden. Wasserversorgung brauchen wir nicht drüber reden. Die 42 Liter sind es, Frischwasser, Abwasser reicht voll zu. 60-20 würde es vielleicht auch tun, weil ich sage mal so, das Grauwasser, das kriegt man eigentlich nicht voll. Und das Frischwasser wäre ein bisschen mehr schöner, muss aber auch nicht sein. Also ich verbrauche am Tag, wenn ich alleine bin, ungefähr so 5-7 Liter. Und da ist noch das Wasser mit dabei, was ich trinke. Also es hält sich alles sehr, sehr in Grenzen und man kommt damit ordentlich eine Weile auf jeden Fall von Campingplatz zu Campingplatz. Wo ich super froh drüber war, dass es die Trockentrenntoilette, die drinne ist, weil die hat mich einfach autarker gemacht hier, denn die Entleerungsstationen sind jetzt einfach größtenteils noch zu. Es war sogar schwierig, Entleerungsstationen fürs Grauwasser zu finden. Frischwasser kriegt man in der Ecke, das ist kein Problem, aber für das Grauwasser was zu finden war schon schwierig und Schwarzwasser habe ich tatsächlich, gut, ich habe jetzt auch nicht bewusst danach gesucht, aber ich habe nur ein- oder zweimal gesehen. Ja, da bin ich halt mit der Trockentrenntoilette deutlich einfacher. Da reicht mir eine normale Toilette und gut ist. Ich habe hier natürlich auch größtenteils auf Campingplätzen gestanden, die offen hatten. Das heißt, auch da, ich hätte sie an sich gar nicht gebraucht, aber es ist trotzdem einfach schön, wenn man nicht immer jedes Mal extra raus muss. Also auch da, Haken dran, super funktioniert. In Summe für diesen langen Trip hier auf jeden Fall in meinen Augen das richtige Fahrzeug. Hat sich in jeder Hinsicht ordentlich bewährt. Ich würde mir noch ein bisschen bessere Isolierung im Innenraum wünschen, einfach unten an den Seiten unter den Fenstern. Aber das ist was, das kann ich vielleicht auch machen. Muss ich mich einfach mal ein bisschen belesen, muss ich einfach mal ein bisschen schauen. Und ansonsten bin ich super zufrieden gewesen damit. Stauraum in Ordnung, Fahrverhalten in Ordnung, Kälte in Ordnung, alles super. Ja, das ist dann auch schon das Fazit. Das Fazit zu einem Jahr Camper, das gibt es ja schon auf dem Kanal. Und jetzt hier mal noch 4,5 Wochen Island oder 5 Wochen, das noch mit on top. Und ich bin super zufrieden. Es war genau das richtige Fahrzeug. Nicht zu groß, nicht zu klein. Perfekt. Ich bin super zufrieden und würde mit dem Camper diesen Trip jederzeit wieder machen. Ja, und dann bin ich schon am Ende mit dem Video. Wenn euch mehr zum Thema Camping interessieren würde, gerne unten in die Kommentare, gerne auch mit konkreten Fragen, damit ich weiß, auf was ich vielleicht mal eingehen soll. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, es ist ein Fotokanal. Hier und da wird mal ein Camper-Video kommen, aber so ausführlich sehr, sehr selten. Ja, und dann bin ich mit dem Video schon am Ende. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Über da würde ich mich auch riesig freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.